herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freddys Fünf-Wochen-Woche. Sonntagabend, hier 20 Uhr. Ich sitze schon im LKW DAF XF 105. Also ich glaube, das ist das erste Mal jetzt hier, dass ich mit einem 105er fahre und auch filme. Ich bin schon mal 105er DAF gefahren. Und wie man sieht, das ist ja nicht so viel anders zum Neueren. Die Schalter hier haben alle nicht so eine tolle Qualität wie beim neuen DAF. Aber sonst ist es eigentlich genau gleich aufgebaut hier, also mit Lichtschalter und so weiter und so fort. Ich fahre die nächste Woche bei der Firma, wo ich da nach Lyon gefahren bin. Da kam ja auch mal ein Video mit dem weißen 106er DAF mit Alufelgen und sowas, wo ich gesagt habe, das ist einer der schönsten, die ich jemals hatte oder die ich hatte hier bei einer Folge Fernfahrerwoche. Und ja, ich habe jetzt hier mich schon so weit eingerichtet. Ich Vollidiot habe nur mein Kopfkissen vergessen. Also hier, ich kann jetzt nachher ohne Kopfkissen schlafen. Das ist richtig geil. Zum Glück bin ich am Mittwoch wieder zu Hause. Also ich fahre jetzt nach wieder Saint-Priest, dann abladen, dann dort wieder laden, Dienstag zurück. Und weil ein Dienstag ist kein Feiertag in Frankreich. Und dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwie das abends halbwegs gedeichselt kriege. Wegen dem Feiertag. Und dann bin ich am Mittwoch zu Hause und dann fahre ich am Donnerstag nach Köln und am Freitag wieder runter. Also es ist ja relativ entspannte Tour. Ich glaube, ich habe mein Kopfkissen nicht dabei, weil ich habe nämlich gesündet. Ich sitze hier mit einer Scania-Jacke in einem DAF. Es ist natürlich Kapitalverbrechen, das ist richtig schlimm. Aber ich finde die so ganz geschickt, so zum Arbeiten, die ist schön warm. Und ich habe halt keine von DAF. Deswegen musste ich hier meine Scania-Jacke anziehen. Und natürlich standesgemäß, Moment kurz, ist hier hinten, wie sich's gehört, bei Scania, so richtig fett. Ich hoffe, man sieht's. So richtig V8 reingenäht, gestickt, wie auch immer. Was sagt er eigentlich hier zu meinem neuen T-Shirt? Der QR-Code ist sogar funktionstüchtig, also wenn man den scannt, dann kommt man direkt auf meinem Kanal. Das habe ich nachträglich zum Geburtstag geschenkt bekommen von ein paar Kumpels von mir. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, und jetzt habe ich gedacht, jetzt ziehe ich das mal an da, und dann werde ich in den Kommentaren sehen, wie das so ankommt, das T-Shirt. Ich habe jetzt auch das ist jetzt das erste Video nach diesem 5-Tage-5-Video-Experiment und das kam ja richtig gut an. Ich muss nur dazu sagen, es war halt auch schon mega viel Arbeit. Also ich meine, ich brauche ungefähr so 3-4 Stunden, um ein Video zu schneiden. Und wenn ich natürlich 5 Videos schneiden muss, das ist 5 mal 3, 15 Stunden ungefähr jetzt. Und es ist halt an einem Wochenende schon viel Arbeit, wenn man auch noch andere Sachen zu tun hat, vor allem wenn man die ganze Woche unterwegs ist. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich, so wie die meisten mir geraten haben, das nur ab und zu mal machen. Aber hat mich natürlich trotzdem sehr gefreut, dass es so gut ankam. Das Einzige, was schade ist, ist, dass der hier nicht das große Navi drin hat. Und ja, aber ansonsten, ich habe ja eben mein eigenes Navi, aber das fand ich halt, dieses große Navi fand ich halt zum Musik hören und so schon ganz angenehm, weil da konnte man die Titel so gut wechseln. Aber mit dem Kenwood da, das hat immerhin Bluetooth Audio, geht es ja auch einigermaßen. Ich habe jetzt auch schon eingegeben, ich habe jetzt auch schon die erste Adresse eingegeben. Da ist jetzt 6,5 Stunden von hier. Ich werde so um 3 Uhr ungefähr losfahren, dass ich das morgen früh einigermaßen abgeladen bekomme. Und dann habe ich noch eine zweite Abladestelle in Ardois. Das ist da ein Stückchen weiter runter von Lyon. Ich denke eine Stunde oder so. Ich habe es mir nur auf Google Maps angeguckt. Und dann werde ich das noch abladen und dann muss man mal gucken, entweder lade ich in Saint-Priest wieder zurück, so wie letztes Mal, oder es gibt dann auf dem Rückweg irgendwo eine andere Ladestelle. Schauen wir mal, wieso hier keine warme Luft rauskommt von der Standheizung. Oh, der Beifahrersitz ist ja auch mit Sitzheizung. Uiuiui. Die sind immer richtig gut ausgestattet, die LKWs hier. Aber wieso kommt es dann irgendwo warm raus? Ist so eine Luftheizung, verstehe ich nicht. Irgendwie will die Standheizung nicht. Es wird hier einfach nicht warm. Normalerweise, wenn man das so auf die Power da hinten, ich habe jetzt hier Vollgas eingestellt, müsste das eigentlich richtig warm werden. Aber ja, es ist immer noch relativ kalt. Ich kann euch natürlich keine Temperatur vermitteln, aber ja. Und ich glaube nicht, dass der eine Wasserstandheizung hat. Es gibt ja Wasser- und Luftstandheizung. Und Wasserstandheizung, die geht praktisch über den Motorkreislauf, also über die, da ist dann der Motor warm. Wenn die Nacht über laufen lässt und dann morgens den Motor anmacht, dann ist der Motor schon im Prinzip betriebswarm.
Man soll natürlich trotzdem noch vorsichtig fahren am Anfang, aber das Kühlwasser ist auf jeden Fall warm. Das hatte ich in meinem zweiten Volvo und wenn man das hat, dann kommt die Luft nämlich hier aus den normalen Düsen raus. Also dann wird praktisch das Gebläse mitgesteuert von der Standheizung und da ist halt die Luftverteilung viel besser, weil bei den Luftstandheizungen, da kommt halt meistens hier unten die Luft raus oder links vom Beifahrersitz oder manchmal auch hier auf der linken Seite beim Fahrersitz. Und das ist dann halt natürlich ein bisschen ungeschickt, weil bei der Wasserstandheizung hätte er praktisch die Düse, die zwei da drüben und dann kann man ja theoretisch noch auf die Frontscheibe stellen und so weiter. Also ist natürlich schon ein kleiner Vorteil. Nur braucht halt die Wasserstandheizung mehr Batteriestrom. Dafür schont man halt auch den Motor, weil es im Prinzip keine Kaltstarts mehr gibt und der immer schon vorgewärmt ist. Aber gut, hilft mir jetzt ja auch nichts, weil es ist trotzdem kalt hier, ob er jetzt eine Luftstandheizung hat oder eine Wasserstandheizung. Ich gehe jetzt dann auch ins Bett. Ich muss ja, wie ich euch gesagt habe, morgen relativ früh los. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen früh. Okay, das hatte ich jetzt auch noch nie. Also, ich habe jetzt gerade das Gebläse angemacht, jetzt kommt hier warme Luft raus. Das heißt also, hä? Jetzt hat er unter Umständen doch eine Wasserstandheizung, aber ich check's gerade irgendwie nicht mehr. Ich bin ein bisschen... Weil normalerweise müsste ja dann das Gebläse eigentlich automatisch regeln, weil wofür habe ich sonst den Einsteller da hinten? Darf halt ein bisschen komisch ingeniert, sage ich mal, alles. Also hier kommt auf jeden Fall jetzt richtig schön warme Luft raus. So, Abfahrtskontrolle gerade gemacht. Wo haben wir denn? 3 Uhr. Man hört es. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera auch rüberkommt, aber das hier ist noch Euro 5. Deswegen ist hier alles ein bisschen... Sorry, ich musste gerade Fenster ein bisschen hoch machen. Alles ein bisschen lauter als bei dem Euro 6 DAF. Die sind ja doch sehr leise. Würde sagen, geht es gleich los. Sobald ich hier gefunden habe, wie ich die Standheizung hier vorne ausmachen kann. Aber das scheint mir nicht zu gehen. Genauso wie beim alten DAF. Ich habe hier wieder super Ausstattung, Leder, Lenkrad, Nightlock, eigentlich alles, was man sich wünscht, außer Ledersitze, aber ich meine, da kann man auch ohne leben. Ich kann nur schauen, hat der hier eigentlich auch einen Knopf wegen dem. Bei den Euro 5 darf auch ganz geil ist, ja gut, für mich als alten Turbo-Liebhaber, wenn man hier ein bisschen höher dreht und schaltet, dann hört man immer richtig den Turbo, also tschuh. Ich habe keine Ahnung, ob man das auf der Kamera überhaupt hört, aber wenn es wäre es natürlich nicht schlecht. Wieder den guten alten Lastkraftwagenfahrer Tutut hier, nämlich hier oben. Was mir auch aufgefallen ist, der Euro 5 DAF, oder eingefallen ist, der hat noch kein Abstandstempomat. Ich weiß gar nicht, ob ich so überhaupt noch fahren kann. Ich wäre schon so lange nicht mehr einen LKW gefahren, der das nicht hat. Und es ist jetzt natürlich gut, jetzt um die Uhrzeit geht es, da braucht man es ja nicht. Aber wenn halt viel los ist, ich möchte es eigentlich nicht mehr missen, weil das entlastet einen schon übel, wenn man das einfach nur anmacht, gerade im Überholverbot oder so. Weil dann fährt der LKW eigentlich selber, man muss nur noch lenken.
Aber man kommt natürlich auch noch ohne Abschutztempomat zurecht. Ich meine, ich bin ja über ein Jahr ohne gefahren. Aber es ist trotzdem ja, viel angenehmer, viel entspannter, wenn man es hat. Was ich mir jetzt auch überlegt habe, ist so ein Fan-Telefon, würde ich es mal nennen, einzurichten. Also einfach eine Nummer, tue ich in die Beschreibung. Und da kann man mir dann alles Mögliche schicken, außer Nacktbilder. Fragen oder Lob oder irgendwas, worauf man halt Lust hat. Weil ich hatte nämlich gesehen, bei WhatsApp kann man jetzt auch so einen Live-Standort teilen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich nicht einfach das Handy immer diesen Live-Standort teile, sozusagen im Status oder sowas. Ich weiß nicht, ob das geht im Status. Und dann kann man mir einfach immer folgen, wenn ich denn fahren sollte, wo ich gerade bin. Das wäre eigentlich ganz cool. Und ich könnte halt so in einer Folge immer mal zwei, drei Fragen beantworten, wenn welche da sind. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Also es wird natürlich nicht meine private Nummer. Die haben nur ganz wenige privilegierte Leute. Aber halt so an irgendeine Nummer. Ich habe, glaube ich, noch eine SIM-Karte zu Hause. Und dann kann man das einfach mal so machen. Was ich auch noch mitteilen wollte, ich komme jetzt langsam auch nicht mehr dazu, alle Kommentare zu beantworten. Vor allem, weil sich das ja doch teilweise auch dann wiederholt. Aber ich lese alles. Also wenn ihr mir irgendwas kommentiert, könnt ihr euch gewiss sein, dass ich es lese. Sowohl Kritik als auch Lob. Oder wenn ich irgendeine Frage gestellt habe, zum Beispiel jetzt in der letzten Folge, habe ich ja gefragt wegen den Niederländern, warum die so viel unterwegs sind, international. Und es haben mir dann ein paar Leute beantwortet. Und ich weiß nicht, ich finde es dann irgendwie doof, jedes Mal einfach nur Danke drüber zu schreiben. Deswegen habe ich da dann bei den zwei anderen, die was geschrieben haben, oder er hat sich auch einen Film gegönnt hier während der Fahrt, habe ich dann bei den zwei anderen, die mir das beantwortet haben, nichts dazu geschrieben. Also da bitte nicht böse sein. Lese alles. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Spuren hier schon mal gezeigt habe. Aber in Frankreich gibt es an den meisten stärkeren Anstiegen immer so Spuren für véhicules lents, also langsame Fahrzeuge. Für die LKWs im Normalfall. Und das Gute an diesen Spuren ist, das sieht man gleich am Ende, wenn die zwei Kollegen da vorne mal ihr kleines Rennen beenden würden. Schön ausgebremst. Aber ich kann ja eigentlich nach rechts. So, weil jetzt nämlich diese. Oh, das ist ein Scheiß hier echt. Mit seinem blöden. Ach Mann. Ja, auf jeden Fall hört diese Spur hier jetzt rechts nicht auf, sondern es hört praktisch die linke Spur auf. Das heißt, man muss, wenn man mit dem LKW da langsam den Berg hochzuckelt, nicht von der rechten wieder auf die mittlere Spur. Das hätte ich euch jetzt besser zeigen können, wenn die Herren da vorne sich nicht so gefightet hätten. Ist ja nicht der letzte Berg, der kommt, ne? Und auf der französischen Autobahn kann man so Späßchen wie das, was ihr gerade gesehen habt, mit auf der linken Spur fahren, auch eher machen, weil hier einfach weniger Verkehr ist. Das geht in Deutschland auch, allerdings nur nachts. Oder ich mache das, wenn ich auf die dritte Spur gehe, nur nachts, wenn ich wirklich niemand aufhalte. Weil tagsüber, ja, ist es teilweise schon ein bisschen kritisch. Jetzt muss ich mich wieder durch so eine Mauschätze durchquälen mit diesen engen Dinger da. Ich verstehe nicht, warum man die nicht 10 cm breiter gebaut hat. Dann wird man sich nicht so
so schwer tun. Also, was heißt schwer tun, aber es ist halt schon scheißen eng da immer. Also da ist links und rechts nicht viel Platz. Die T-Spur. Ein bisschen breiter. Die sind irgendwie immer etwas langsamer bei den Ausfahrten, die Mautstation. Muss man also langsamer reinfahren. Ich bin da ja immer so ein bisschen experimentierfreudig und gucke mal, mit wie viel km/h ich noch durchkomme. Aber hier muss man aufpassen. Und was wollte ich jetzt erzählen? Ach genau, beim 105er DAF, der hat noch, oder der hat einen, nicht noch, ich weiß nicht, vielleicht war das früher so, da kann mir bestimmt der Howie was dazu sagen, der kennt sich ja immer so gut aus mit den alten LKWs. Auf jeden Fall ist das Bremspedal bei dem hier nicht wie gewöhnlich, sage ich mal, so hängend. Dann als Bremspedal ist praktisch auf dem, ja, ich muss es nachher zeigen im Hellen oder jetzt, wenn ich nachher Pause mache, weil ich glaube, wenn ich das jetzt erkläre, versteht das keiner. Das TomTom geupdatet, bevor ich losgefahren bin. Die haben auch ein paar Sachen geändert, habe ich gesehen. Also so von der Benutzeroberfläche. Alter, wo fährt der denn? Oh Gott. Ich bin echt LKW-Fahren nicht mehr gewöhnt. Jetzt habe ich mich gerade voll erschreckt. Auf jeden Fall rechnet er immer noch die Nationalstraße in Frankreich mit 60, wo man ja 80 fahren darf. Und eigentlich fahren alle 90. Das habe ich gedacht, vielleicht haben sie das jetzt endlich geändert, aber er hat es immer noch hier. Ah, die Strecken immer noch mit 60 drin. Da vorne an dem Kreisel, wo ich jetzt hier rechts Richtung Autobahn gefahren bin, da kann man zwar auch noch geradeaus fahren und diese N83 wird dann zur D683, glaube ich. Da steht auch nichts von Transit verboten und so, und dann fährt man und dann kommen zwei Kreise oder drei und dann steht auf einmal Transit verboten. Also, aber die kündigen das nicht vorne an und dann kann man da hinten wieder umdrehen und zurück zur Autobahn fahren, außer man fährt halt durch. Aber ich glaube, das ist ziemlich teuer. Und ich habe jetzt hier sozusagen über diese Strecke da, über die N83, in Anführungszeichen genug gespart, wobei natürlich diese D683 ist nicht ohne Grund gesperrt. Ich weiß nicht, ob der Winkel müsste eigentlich reichen. Die geht nämlich genau hier parallel zur Autobahn runter. Das ist alles D683. An Lons-le-Saunier vorbei. Alles immer weiter hier runter. Bis nach Lyon. Also sie geht dann hier unten wieder, kann man hier wieder auf die Autobahn fahren. Oder man fährt dann noch durch Bourg-en-Bresse. Könnte man alles machen, nur haben sie das natürlich gesperrt für LKWs ab einem bestimmten Punkt. Weil sonst würden dann natürlich die wenigsten auf der Autobahn fahren. Heute fahre ich mal auf den P2. Letztes Mal bin ich ja über die Autobahn rüber. Aber hier kann man auch parken. Das sind immer so die riesen Raststätten hier. So riesen Parkanlagen.
So. Ich muss jetzt erstmal richtig dringend aufs Klo. Habe ich euch eigentlich schon meine, oh, ist das kalt, oh, meine neueste Errungenschaft gezeigt. Ich habe jetzt mir hier so, ich fahre jetzt auch ohne Schuhe, und weil mich das immer genervt hat mit den normalen Schuhen zum Ausziehen, also deswegen bin ich eigentlich immer mit Schuhen gefahren, weil ich mir diese tollen, jetzt klingt das Telefon, mir diese tollen Glock Sicherheitsschuhe gekauft. Also die haben vorne Stahlkappen drin. Oh, das ist der. So. Und dann kann man die immer da auf der Treppenstufe abstellen. Das ist eigentlich so ganz geschickt. Ich habe wieder einen wunderschönen DAF, oder? Sogar Limited Edition. Und ja, hier, man sieht es ja wieder, Nightlock und so weiter. Das ist ATE, heißt Advanced Transport Efficiency. Das heißt, der ist, oder ist so eine besondere Version, sage ich mal, die halt ein bisschen sparsamer sein soll. Und da sieht man jetzt auch das Bremspedal, was ich gemeint habe. Das ist nämlich, ja, wie man hier sieht, kommt es nicht von oben, sondern es steht praktisch so auf dem Boden. Und das ist halt, eben, wenn man das erste Mal fährt, ein bisschen ungewohnt, aber man gewöhnt sich eigentlich relativ schnell dran. Und dann kann man auch mit dem bremsen, wobei natürlich das, wenn es ein normales Bremspedal ist, ist schon angenehmer. Ist jetzt mal hier in der Bedienungsanleitung, wie das mit dieser Standheizung funktioniert, weil irgendwie ist das total blöd so. Gerade konnte ich hier hinten einstellen, genau, jetzt geht es nämlich aus, aber vorhin hat er auch die Lüfterdrehzahl variiert, nur das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Also wenn ich jetzt nämlich hier unten auf 1 stelle, dann kann ich hier hinten drehen, wie ich will. Es wird trotzdem nicht stärker. Wenn ich auf 4 mache, dann kommt es halt die ganze Zeit in Stufe 4 oder geht halt aus. Aber das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache, dass das so ist. Aus der Bedienungsanleitung bin ich jetzt auch nicht so ganz schlau geworden, aber es funktioniert jetzt einigermaßen, die Standheizung. Also man sollte bei der Temperaturregelung auf ganz warm stellen, und dann kann man halt hinten die Lüfterdrehzahl schon einstellen. Also wenn ich jetzt hier weniger mache, dann geht es auch irgendwann aus, Standheizung, aber ja, ein wenig komisch. Ich muss jetzt noch 13 Minuten stehen, und dann geht es weiter, nochmal 2 Stunden bis zum Kunden. Also läuft alles, läuft wieder wie am Schnürchen. Was beim 105er DAF jetzt auch noch anders ist, ist natürlich der Display hier. Der ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen ältere Version, man sieht es ja. Und hier gibt es keinen Zurückknopf. Ein bisschen komisch ist ohne Zurückknopf, wenn man jetzt hier in so ein Menü reingeht. Sagen wir, machen wir mal hier Turbolader. Dann muss man immer noch mal auf den Knopf drücken. Das ist ein bisschen so ungewohnt. Oder man muss halt auf, hier ist jetzt auch nicht so. Genau, man muss hier am Menü aus und dann kommt man erst wieder raus. Also irgendwie ist das ein bisschen ungewohnt. 106er DAF auch besser hat, sorry für das Chaos hier unten drinne, ist, der hat hier die Steckdosen drinne. Also man hat hier dauerhaft Strom. Da habe ich meistens das Navi drin stecken, dann, wenn ich eins brauche. Und hier drüben hat man so einen USB-Anschluss, also für USB-Musik hören. Da kann man aber auch, man soll den zwar nicht zum Laden benutzen, da kann man aber zur Not auch was anstecken. Nur der hier hat es leider gar nicht, und zum Glück habe ich hier meine Zigarettenanzünderadapter dabei, sonst hätte ich jetzt echt ein kleines Problem, weil ich ja keinen Strom kriege. Sonst ist der echt super, der DAF, und hat halt meiner Meinung nach einen schöneren Sound wegen Euro 5, aber gut, das ist ja, der eine mag es ruhig, der andere mag es ein bisschen lauter, also von dem her. So. 45 Minuten Pause gemacht. Aber irgendwo geht hier bei dem immer Luft raus. Ich muss nachher mal mir die Schläuche angucken, da zum Auflieger. Weil das ist ja nicht normal hier. Der hat gar keine Luft mehr drin. Standheizung kann man wieder ausmachen. So.
glaube ich, das Problem gefunden. Und zwar ist nämlich hier das Problem ist, dass hier die Verbindung hier locker ist. Also man, na gut, jetzt dreht sich nicht mehr, aber vorhin hat sich von Hand drehen lassen. Jetzt habe ich natürlich nur nicht den richtigen Schlüssel. Das ist halt das. Deshalb ist, wenn man keinen eigenen LKW hat. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier überhaupt Werkzeug habe, richtiges. Also 19 war es nicht. Jetzt habe ich hier nur noch 27. Das ist natürlich kacke. Da nicht mal eine Zange drin oder sowas. Das wäre richtige. Nee, halt hier. 21, 22 wäre richtige Größe. Aber mit dem komme ich ja da nicht drauf, mit dem Ring. Muss ich halt mal mit dem hier probieren. So, ich hoffe, mit dem hier geht's. Ich habe es nämlich, der ist jetzt 24. Ich glaube, der ist zu groß. Ah, nee. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich die Ursache war oder ob das jetzt gar nichts gebracht hat. Kleine Reparatur abgeschlossen, wenn es denn was gebracht hat. Weil es natürlich auch nicht so toll ist, wenn der Kompressor während der Fahrt die ganze Zeit mitläuft oder halt öfters pumpt. Dann natürlich erhöhten Verschleiß. Wenn man das mit so einer einfachen Reparatur da ausgleichen kann, wäre das natürlich super. Ich werde es halt erst sehen, wenn ich dort beim Abladen bin, wenn er mal wieder eine Weile nicht läuft. Da wieder so viel Luft rausgeht. Und wenn es so ist, dann muss ich halt mal aussteigen und gucken, wo das sein kann. Angekommen hier in San Priest beim Kunden. Jetzt gehe ich mal da rein und melde mich an. Und dann hoffe ich, dass sie mich gleich abladen. Das sind ja nur die, ich glaube, 4 Paletten oder sowas. Also sollte eigentlich rucki zucki gehen. Ja, ich habe es befürchtet. Ich darf eine der tollsten Manöver machen, die es so gibt. Ich muss nämlich da in die Lücke da rein. Und man sieht ja, wie scheiße eng das da ist. Schafft. Ich habe es geschafft, ohne Schaden an die Rampe. Habe auch nicht mal so lange gebraucht, wie ich gedacht habe. Nur spinnt gerade meine SD-Karte, deswegen wollte ich die GoPro nicht außen hin machen, weil die irgendwie nach 2 Minuten immer so einen SD-Fehler bringt. Jetzt muss ich mal die Dateien, die jetzt drauf sind, auf den Laptop machen und dann die mal formatieren. Ich hoffe, dann funktioniert es wieder, weil so ist es echt nervig. Und ich denke, jetzt wird es hier bestimmt eine halbe Stunde dauern, bis sie anfangen abzuladen. Und ja, danach geht es dann weiter. Das Problem bei dem Manöver ist halt, dass der Auflieger hinten ausschwenkt. Und ich ja auf der rechten Seite sozusagen blind bin, wenn ich rückwärts links um die Ecke fahre. Weil die Spiegel natürlich, wenn der LKW jetzt so steht, dann kann ich ja mit den Spiegeln nur in die Richtung gucken. Und dann sehe ich praktisch hinten die Ecke überhaupt nicht. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, da reinzufahren. Vor allem, wenn man halt vorne auch noch wenig Platz hat. Weil sonst könnte man ja einfach nach vorne geradeaus und dann einfach geradeaus rückwärts rein. Das wäre ja nicht das Problem. Und ja, bei sowas halt, wenn es geht, wenn es irgendwie geht, dann links rum reinfahren, weil dann sieht man wenigstens die Ecke gescheit. Weil da kann man ja aus dem Fenster rausgucken. Und auf der anderen Seite, rechts rum geht es ja nicht. Ja, und ja, gut. Und beim Rausfahren muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu früh einschlägt, weil sonst die Ecke hinten vom Auflieger wieder hier an dem anderen Auflieger hängen bleibt. Also es ist, ja, es ist ein bisschen ein Scheißdreck sowas. Der hier ist jetzt halt echt immer die Scheiße. Der kommt da auch schier nicht rein. Weil der mit seinem Hängerzug natürlich noch länger ist. Die sind 18,75 und Sattelzug ist ja 16,50 lang. Und wenn da natürlich vorne der Platz fehlt, ist es echt eine Katastrophe.